Angesichts des Unvermeidlichen hat sich Buddha gesagt, was interessiert mich dieser Moment, in dem ich unwiederbringlich ausgetauscht werde, ausgelöscht. Und was interessiert mich also auch die ganze Vergangenheit, die mir nur Sorgen, unerledigte Bilanzen, schlechte Träume beschert und mich von meinem Moment, auf den es einzig ankommt, abhält. Und also nimmt er die Metapher des Atman, des Atems her, jenes Vorgangs, der allein das Prinzip der Gegenwart, der ständlichen Formumwandlung am gleichen Ort und ohne Zeit stattfinden machen lässt. Wie wunderlich auch dieses rote oder blaue Element Sauerstoff, das wir inhalieren und dann als CO2, als Kohlendioxid später wieder abatmen. Wie kommt, welche immense Produktion von Kohlenstoff wir doch erzeugen, die die Bäume dann wiederum in Sauerstoff verwandeln. Von jenem schwarzen Element, jenem verbrannten, tödlichen Graphit mit den, ob der Purifikation, der Purgation wiedergewonnenen Hochreaktibilität an 5 Bindungsstellen. Die anderen überflüssigen Stoffe, Stickstoff, aus den Aminosäuren und die Zerfallsprodukte der Proteine, scheiden wir sie auch über die Luft aus oder über die Nieren, über die Leber. Aber nicht in so hohem Maße wie der Kohlenstoff aus den Kohlehydraten. Diese Umwandlung also des Atems, des Atmans, des Pneuma, auf dem alle organischen Wesen fußen, wobei wir sozusagen die Nährstofflieferanten für die Bäume sind, für die älteren, ewigeren Wesen, die daraus ihre Zellulose bauen und uns dann wieder ihr Abfallprodukt, unsere Nahrung, den Sauerstoff liefern. Also dieser ewige Kreislauf im Zustand des Stillstandsmoments des Parmenides sozusagen, die Atmung als Metapher des ausschließlich bedeutsamen Drehmoments des Seins, der Formakzentuierungsverwandlungen in ihrem nie aufhören können, ihr Tanz, der Tanz der Elektronen um Protea, den Nabelkern des Seins.